Und jetzt möchte ich die Eva Maria mal nach vorne bitten. Nehmt ihr doch nichts weg. Bitte? Wollt ihr das nicht tun? Was wegnehmen? Passt schon. Ach so, ich hatte gedacht, das war der Wind, Entschuldigung. Nein, nein. Ja, du darfst auch ein Mikro haben. Wenn Rainer es ausmacht, sonst gibt es ein Problem. Ich habe aber nichts vorbereitet. Ich weiß auch nicht, was ich ausgefressen habe. Du hast was ausgefressen? Ja, wenn ich jetzt nach vorne muss. Kinder, die böse waren, stellen wir immer ins Eck. Okay, dann habe ich Glück. Ja, vorne ist immer Glück. Ah. Ich hab's euch am Freitag, Samstag und gestern schon angekündigt. Rainer, Eva Maria und ich haben was Neues ausklabüstert. Am Freitag, den 24.07., machen wir hier auf dem Paradeplatz eine Großdemo von 3 Stunden und haben sie auch schon abgeklärt und den Antrag werden wir morgen ans Ordnungsamt schicken. Und dafür haben Eva Maria, Rainer und ich diese Plakate entworfen. Die werden wir dann jetzt auch in DIN A1 in groß, so wie unsere Plakatständer, die da vorne stehen, drucken lassen und werden dafür sorgen, dass die in der ganzen Stadt Forchheim aufgestellt werden. Da gibt es einen Plakatverteileranbieter, der uns sowas aufstellen lässt. Und dann kam, ich glaube, du hast es erzählt, irgendwer hat uns noch angeboten, dass man sowas auch selber im Landkreis aufstellen kann. Der Daniel war das. Ah, da hinten geht die Hand hoch. Genau. Und ich habe mich heute erkundigt beim Landratsamt. Die meisten Gemeinden haben eine eigene Plakatverordnung, Ordnung. Die wissen dann, wo man welche Plakate anbringen darf und wo nicht, weil außerhalb des Ortes gibt es dann wieder das Verkehrsgesetz, Verkehrsordnung, Straßenverkehrsordnung, die da mit reinspielt und innerhalb gibt es auch wieder bestimmte Vorgaben, die man einhalten muss. Deshalb müssen wir dort direkt an die Gemeinden des Landkreises Forchheims herantreten, um die Plakate dort anzubringen, wo wir sie auch anbringen dürfen. Sonst kommen sie wieder weg und das wollen wir nicht. Bringt ja auch nichts, wenn sie gleich wieder entfernt werden. Dann können wir uns das Plakatieren sparen. Aber ich denke, was vielleicht auch ganz gut geht, in vielen Gemeinden, wo normalerweise Plakate ausgehängt werden für irgendein Cover oder sowas, da dürfte jetzt nicht allzu viel sein. Vielleicht kann jeder in seiner Gemeinde einfach auch Plakate aushängen. Da ist für mich jetzt interessant, welche Größe schätzt ihr denn, dass man da unterbringen kann? Weil ich frage mich so ein bisschen, die Preisunterschiede zwischen 100, 150 und 250 Plakate bestellen sind 10 Euro, weil das meiste ist halt immer erstmal Plakat 1 erstellen und danach ist es nur noch die Vervielfältigung für die Druckerei. Wie viel mache ich denn? Mache ich 100? Mache ich 150? Oder traue ich mich an die 250 ran? Deswegen so ein bisschen die Frage, was glaubt ihr, was bekommen wir unter? Also 50 können wir hier mit einer Firma im Stadtgebiet Forchheim aufstellen. Und dann ist die Frage, was bekommen wir im Landkreis unter? Das denke ich auch, 250. Ja, vielleicht muss man die eine Woche vor der Veranstaltung nochmal erneuern oder je nachdem. Mhm. Oder uns fällt dann noch einmal eine Ecke auf, ein, wo man noch welche unterbringen könnte. Gehen wir auf 250? Die Kosten sind 10 oder 15 Euro Differenz. Ja. Okay, 250. Dann weiß ich ja, was ich heute Abend zu tun habe, weil die Dinger müssen bis morgen früh um 8 Uhr bestellt sein, sonst schaffen wir es nicht, dass sie rechtzeitig unterwegs sind. Und was ich dazu auch gleich ankündigen kann,
Wir haben auf jeden Fall für den 24. die feste Zusage vom Josh. Und wir haben die feste Zusage vom Dr. Meyer Brix. Und wer dann noch alles kommt, das wird sich in den nächsten Tagen finden. Die Eva Maria ist voll dabei und Rainer. Und vielleicht habt ihr auch noch Ideen und könnt uns unterstützen. Ich glaube, wir machen da eine ganz tolle Demo an dem Abend, oder? Jawohl.